Moin Leute, ja, wir sind jetzt hier Moin. Beide auf dem Schlepper, den wir euch eigentlich schon letzte Woche zeigen wollten. Geht hier ab hier. Ich fahre gerade über Bahnübergang. Drückt hier ein bisschen rein. Ich würde vorschlagen, genießt den Porn jetzt erstmal und dann sehen wir uns hier in der Kabine gleich noch kurz wieder. Dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, wir sitzen jetzt hier auf den John Deere. Kannst du auch so ein bisschen Soundeffekte mitmachen mit den Lastschaltstufen, ne? Ja, natürlich. So, rote Ampel hier. Aber sehr angenehm auf der Straße. Nicht sehr ruhig. Ich denke mal, ich fahre 35, dabei fahre ich 43. Das muss man wirklich sagen, auch in der Kabine. Ich denke mal, man hört das auch im Video. Extrem leise. Das ist echt richtig gut. Auch, dass er sich drosselt. Ja. So, jetzt wollen wir gleich mal sehen hier. Gehen wir mal Kickdown. Warm ist der Träger. So, Ampel ist grün. So, jetzt macht er alles selber, die Lastschaltstufen. Macht aber schön sanft. Du kannst das auch noch einstellen, da werden wir dann in den Technikteil drauf eingehen, wann er die Lastschaltstufen schalten soll, ob er die bei hohen Drehzahlen oder bei niedrigen. Also da muss ich mich auch selber erstmal reinfuchsen. Aber wir haben ihn ja eben von Fiat geholt. Diesmal den Kupplungsknopf hier vorne an und du sagtest, ich kann ihn auch festhalten mit der Bremse, wenn ich den Knopf drücke. Ja, genau. Ja. Da gewöhnst du dich ja richtig schnell an, dass du dein linkes Bein nicht mehr heben musst, dass du das hier mal machen kannst. Also für einen Schalter schon mal echt gut ausgestattet, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das hier kann man sich ja vorstellen, ist so ein richtig, richtig einfacher Träger, ne? Ja. Wenn du jetzt wirklich nicht viel brauchst und so, ist das hier deine Wahl. Und dann ist ja halt auch dementsprechend der Preis angepasst, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Ganz genau. Und bei dieser Bauform 6120 finde ich das toll, dass der so einen kurzen Radstand hat. Wir werden euch das auch im Video noch zeigen. Die Wendigkeit, gerade wenn du Boxen abmistest, Stallarbeiten, Verladearbeiten machst auf engen Raum, da ist das schon ein süßer Bobby. Okay, ne? Ja, muss man so sagen. Auch hier oben mit dem Ausblick, ich hatte eben den Volllader auch einmal ganz hoch gemacht während der Fahrt. Das ist ein schönes Panorama, ne? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich draußen wieder. Wir bringen das gute Teil jetzt mal nach Hause und dann steigen wir mal aus und gucken mal rum, wie das so aussieht. Ja, 10 Minuten fahren wir noch, dann freuen wir uns eben aufs Mittagessen. Es ist heute ein bisschen später geworden, aber das macht auch nichts. Wir haben ja genug Reserven am Leib. So ist es.
Also bis gleich. Bis gleich. Moin Leute. Vor 4 Wochen haben wir mal Kontakt aufgenommen zu der Firma Thiemann in Sittensen. Und da hat sich der liebe Tjaak Tietjen, der ist hier für unser Gebiet zuständig, ein junger, dynamischer Mensch. Und der hat uns auch auf dem Schirm, der hat uns auch ernst genommen. Nochmal herzlichen Dank an der Firma Thiemann. Und dann ging das los. Erst war da noch immer ein bisschen Verschiebung und dann haben wir ihn hier bei Topwetter gehabt. Ihr seht das gleich auch, was wir hier schon machen. Schön gegrubbert. Wir haben Schlagge verteilt, das hat er auch mit Bravour gemacht. Und jetzt wollen wir einfach mit euch mal rundherum gehen. Was ist das eigentlich für ein John Deere? Ein 6120, welche sagen auch 620. 620. Also das ist, glaube ich, immer abhängig. Die meisten sagen ja 7810 zum Beispiel jetzt. Ja. Wenn du jetzt aber zum Beispiel einen 6250 hast, dann sagst du ja nicht 62, also sagen viele 6250. Also es ist unterschiedlich, könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Also da ist, glaube ich, ja, das ist von Modell zu Modell ein bisschen auch abhängig. Ja, auf jeden Fall. Weil 620 hört sich nicht so geil an wie 6120, finde ich persönlich. Na? Ja. Ja, ist einfach so. Jedenfalls hat der Bobby 120 PS und den kennt ihr das ja im heutigen Bereich. Der boostet ja auch noch. Er kann ja auch noch mehr. Also er legt auch noch einen nach. Und wenn du hier beim Grubber mit den Lastschaltstufen, das geht schon richtig vorwärts. Ne? Genau, wir machen noch ein Technikvideo. Das kommt, wann machen wir das? Wir machen jetzt, dies ist das erste. Dann haben wir uns vorgestellt, da seht ihr ihn nur beim Kalkaufladen. Da erzählen wir eigentlich, was wir da machen, so wegen, ja, Kalkstreuen. Aber da seht ihr ihn noch beim Aufladen. Dann kommt ein Video von der Technik und dann machen wir noch ein grober Video als Abschluss. Ja. Das nehmen wir jetzt hier gleich auf. Genau, so soll das ablaufen. So soll das ablaufen. Wir haben hier, würde ich jetzt noch mal eben sagen, den einfachen. In der Technik gehen wir da natürlich noch doller drauf ein. Nicht den ganz einfachen, aber vom Getriebe her schon etwas besser. Ja. Es gibt das Power Quad Plus Getriebe. Das ist das einfachste. Der schaltet nicht automatisch die Lastschaltstufen. Dann kannst du den kriegen als Auto Quad Plus. Dann schaltet er die Lastschaltstufen auch selber. Mhm. Die Gruppen aber noch nicht. Dann gibt es das Auto Quad Plus mit Eco-Shift. Dann drosselt er den Motor bei 40 km/h, so 1600 Touren fährst du da. Mhm. Und dann kommt schon das Command Quad Plus. Das Getriebe ist schon quasi fast wie ein Stufenloser. Schaltet die Gruppen automatisch und die Lastschaltstufen. Mhm. Das ist so wie so ein Shifter. Und wenn du es richtig high-end willst, dann kommt das Auto Power und dann ist er komplett stufenlos. Dann fährst du auch mit 1400 Touren oder 1500 Touren bei 40 km/h. Das ist dann praktisch die R-Serie, wenn R dran steht. Das ist ein stufenloser, ne? Oder wie darf ich das sagen? Also da muss ich auch noch mal eben sagen, wir haben jetzt hier den ersten John Deere auf dem Hof. Ich, ja, sage jetzt mal den ersten richtigen John Deere. Ja. Und wir sind in dem John Deere-Segment noch nicht drin. Was heißt was? Ne? Es gibt M, es gibt R, es gibt so viele Sachen. Und da müssen wir erstmal so reinwachsen. Ihr könnt auch in den Kommentaren mithelfen, wenn wir uns verbessern und alles. Ne? Also Ultimate Edition und sowas gibt es ja auch. Ich meine, das ist dann die Edition, die fast alles hat. Ne? Weil ich weiß nicht, ob es das nur bei den Großen gibt. Aber also eins kann ich sagen, ich habe den mit Michi Petral uns hingebracht. Wir haben dann eine vernünftige Einweisung gekriegt. Dann bin ich auf dem Beifahrersitz mitgefahren. Ich als Portion kann in dieser Kabine auf dem Beifahrersitz vernünftig mitfahren. Wir haben dann noch einmal Fahrerwechsel gemacht. Ich finde ihn unwahrscheinlich leise in der Kabine. Eine gute Straßenlage, weil er eben auch ordentliche Schuhe auf hat. Er drosselt sich schon, das Modell, was wir hier haben, bei 40 km/h. Das hat schon mal Spaß gemacht. Das hat schon mal Laune gemacht. Genau, weil wir jetzt hier, so wie er hier steht, der hat das Auto Quad Plus mit Eco-Shift. Ja. Ne, also das ist schon das einfache Getriebe in High-End, kann man so sagen. Ja. Ja. Also es ist schon richtig gut. Ich würde sagen, wir gehen rum. Hier vorne haben wir 45, 65, 24er Reifen drauf mit einer schönen ganzen Felge. So wie vorne auch hinten eine ganze Felge. Ganz finden, genau, wir persönlich auch immer am schönsten. Was ist hinten drauf, Papa? Ja, was haben wir hier hinten drauf? 665, 38 ist eigentlich eine schöne Grünlampereifung. Und viele Kollegen flügen da auch mit und alles. Ist ein Allrounder. Hat sich gut durchgesetzt, der 600er Reifen. Trägt gut über. Das muss man einfach sagen. Was ich hier auch schön finde, dass wir noch vernünftig Platz haben, auch wenn mal schwierige Bedingungen kommen, dass die Sheet dann noch durchgeht. Ja. Hier vorne an der Seite, wenn wir da schon sind, die Kotflügel, die können auch schwenken. Das kann Papa mal eben demonstrieren, wenn er den mal eben anfasst. Jetzt stellst du dich vor die Kamera, jetzt sehen wir es nicht. Ja, ja, so. Ne, also das, man sieht da anhand auch schon, dass er einen richtig guten Wendeeinschlag hat. Ja, ne? Hat er auch, auf jeden also Fall. Also das ist ein richtig schön wendiges Tier. Hundertprozentig. Hier kommt natürlich das Gute, das wollen wir auch mit ihm aufmachen. Hier könnt ihr eure Scheiben wahrscheinlich. Musst du nochmal schnüffeln, oder? Ah, das riecht so geil, ey. Das ist richtig schön. Und da? Ja, hier gucken wir auch nochmal eben rein. Guck mal, Werkzeug los. Kannst das Splint eben rausnehmen. Und dann können wir die Kiste ein bisschen vorziehen, Deckel rausnehmen, ja, Batterie. Geil.
Haben sie gut gelöst. Ja, beide Pole hier vorne, wenn du mal einem Kollegen helfen musst. Genau. Ne, dann kannst du da mal eben schnell Werkzeug los ran. Auf jeden Fall. Also die Auspuffeinheit hier ist auch schon ein dickes Ding, ne? Ja. Aber es ist ja in der heutigen Zeit mit Abgasnormen, das muss so das sein. Das ist ja irre, ne? Schon eine Kanone, ne? Das ist Wahnsinn, du. Panoramaspiegel sind auch mit dabei. Das ist wirklich schön, also die Übersicht vom Spiegel so nach hinten ist gut. Das Bombe. Was ich auch gut finde, einen vernünftigen Tritt auch auf der Beifahrerseite. Ja. Dass man raufkommt. Man steigt hier nicht oft ein und aus, aber man kann es. Und dass er da ist. Ne? Ja, genau. Ja, hier beim Frontlader, wir haben natürlich den Schnellwechsler. Richtig vernünftig ordentlich angebaut, das Ganze. Ja, sieht ordentlich aus, sowieso der Frontlader von John Deere, gleich ab Werk angebaut. Das ist ein richtig geiles Teil. Ja. Und da müsst ihr mal hier reingehen. Was für eine formschönen Schenkel, wenn der Frontlader abgebaut ist. Du hast ja nicht irgendwie hier noch dicke Raffeldinger oder so. Der ist da richtig schön und am Arsch angebaut. Da, also die wissen, was sie da machen. Das haben wir gut gemacht. Ja. Ja, wir haben ihn hier ohne Fronthydraulik mit einem Gewichtsklotz. 60 Kilo. Ja, jo, korrekt. Steht ja. Und Vorderachsfederung ist hier auch mit am Start. Man kann ihn natürlich noch einfacher kriegen. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ich brauche das alles nicht, weil ich fahre eigentlich da nur Futter aufladen mit oder weiß der Geier. Ja. Dann kannst du natürlich auch noch auf vieles verzichten und kriegst ihn noch günstiger. Ne? Aber hier ist die Vorderachsfederung mit da. Man sieht es hier. Ist auch richtig schön verbaut, ne, wenn man das hier so sieht unten. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das Ganze, man merkt das ja richtig, auch wenn du mit dem Träger fährst. Das ist ein stabiler, ordentlicher Träger. Ja. Richtig ordentlich verarbeitet. Kabinenfederung gibt es, glaube ich, auch. Ne? Diese hat jetzt die ganz einfachen, diese Puffer nur. Aber es gibt, glaube ich, auch eine voll gefederte Kabine. Oder gibt es das bei diesen nicht? Ne? Ja, ich weiß nicht. Was sagt die Tjag zu uns? Gibt das das auch pneumatisch? Ne? Das heißt mit Luft. Das ist wieder so ein Moment. Gerne in die Kommentare. Schreibt mal rein, den 6M hier. Wie sieht das so aus? Kabinenfederung, ja, nein? Ja. Ne, ihr müsst ja auch ein bisschen mithelfen und mit dabei sein. Ne? Das denke ich auch. Und ja, Ölpeilstab, ich würde sagen, wir machen hier vorne eben weiter, ne? Hier, den kann Papa mal rausholen. Ja, den hole ich jetzt raus da. Also hier kommt es auch gut ran, ne? Gleich eine schöne Farbe, eine Ölkanne ist da vorne drauf. Und lass uns mal gucken, Öl ist drauf, wunderbar. Er geht bis da. Aber das Gute ist, Werkzeug los, ne? Nicht irgendwie noch hier das Seitenteil abbauen. Ja. Der Einfüllstutzen, den sieht man hier, ne? Da müsste man das Seitenteil abbauen. Das haben wir auch im Porn, kann man das sehen, da sind die Seitenteile einmal ab. Ganz genau. Aber ich würde sagen, du machst jetzt nochmal eben die Haube auf. Einfach ein Gegenstand in der heutigen Zeit, muss das so sein. Das finde ich aber gut, das geht wunderbar hier. Ja, und vor allen Dingen nicht mit dem Schlüssel, weil du kannst irgendwas nehmen. Ne? Du kannst jetzt zum Beispiel auch sagen, ich habe gerade den Schlüssel nicht mit. Ja. Oder du willst ihn nicht abziehen, dann kannst du auch einfach eben einen Gegenstand nehmen. Ne? Ja, das Ganze ist schön übersichtlich hier. Kühlerpaket hier vorne, kommt man überall eigentlich richtig gut ran. Was sie auch gut gelöst haben, nicht nur einen Stoßdämpfer einbauen, damit man noch einspart, gleich zwei. Ja. Der geht vernünftig hoch, flott. Hier ist ein kleines Lasso dran. Ja, wenn du nicht so groß bist. Als kleine Person den auch vernünftig wieder runterholen kannst. Man kann die Einheiten hier schön sauber machen. Diese Verkleidung kannst du dann abnehmen, dann kannst du da ordentlich reinpusten. Also wenn man die Seitenteile abnimmt, man sieht es auch, ich kann das jetzt ja auch mal einblenden, ist das richtig schön aufgeräumt. Ja. Also man steigt überall durch, wo was sitzt. Ja, 4,5 Liter Hubraum, ne? Ja, gehen wir weiter rum hier. Geschirrkiste. Das kannst du auch so als Getränkelager nehmen. Die Geschirrkiste, die ist mir schon ans Herz gewachsen, gleich wie ich den Träger gesehen habe. Die könnt ihr jetzt aufmachen. So. Und dann ist hier so ein Pinüppel drin. Den kannst du rausnehmen. Und dann kannst du die ganze Kiste mitnehmen. Ich sag zum Beispiel, mit in die Küche nehmen. Oder du willst mal zum Boseln und den guten John Deere Aufkleber noch mit haben. Ja. Ne? Na? Oder also, du hast eine zweite Kiste und jeder Fahrer, der da dann raufkommt, der hat gleich seine Kiste mit. Ja, ne? Der hat seine Thermoskanne da hin. Ja. Ne? Oder Werkzeugsachen. Da oder passen ja auch ein paar Döner rein. Oder ja. So. Das geht ja. Na? So, jetzt wollen wir den auch wieder anbauen. Ganz klar. Und dann den Bolzen wieder reinstecken. Ja, wir müssen das Löchli hier eben wieder treffen. Du, da wächst du rein. Ja, das ist beim ersten Mal, ist das halt noch ein bisschen stockelig. Ne? Das ist jetzt auch wieder der Vorführeffekt. Ne? Oh, ist drin. Ne? Ja, jetzt sitze ich. Das ist normal. Ja, du willst ja auch nicht rüberfahren, ne? Mal. Ja. Man kann nicht alles wissen gleich. Ja, jetzt der teure Kraftstoff, den kann man hier oben reintanken. Papa kann ja auch mal eben aufreißen. Schöner Tankdeckel, ne? So schöner Tankdeckel. Ne? Rußdiesel. Ja. Den kriegt ihr mit Sicherheit auch abschließbar, ja. Abschließbar. Wir haben es aber, wir haben auf dem LKW auch so einen abschließbaren. Aber macht das einfach gar nicht.
Ja. Denn wenn die Leute da ran wollen, dann hauen die dir ein Loch in den Tank oder irgendwas oder reißen das oben ab. Richtig. Es ist scheiße. Ne? Ja, hier vorne AdBlue, genau. Schön geschützt. Brauchst du eigentlich, ich denke mal, bei diesem wird es auch so sein, dass du locker 2,5 Tankfüllungen Diesel fahren kannst, bevor du den aufladen musst. Oder das vielleicht auch 3 Tankfüllungen. Ne? Es ist so gewollt vom Gesetzgeber, da geht kein Weg mehr an vorbei. Ah, der Frontlader, wenn man immer so guckt, ist schon ein Schiff, ne? Ja, ist ein Bobby, ne? Also 623 sage ich da jetzt mal zu, ne? 623M, ja. Da gibt es wahrscheinlich auch noch verschiedene Varianten. Abblendlicht haben wir hier oben auch nochmal. Im Technikvideo sage ich euch auch nochmal, wie man alles umstellt, einstellt. Hier ist schon eigentlich eine Menge möglich, was man hier so ein bisschen einstellen kann. Auch, dass sie die Arbeitsscheinwerfer da oben an der Seite gesetzt haben, auch gar nicht so verkehrt, ne? Ja, das finde ich formschön. Ja. Der das designt hat, das ist ein Hingucker, ist das. Das sieht ordentlich aus. Ja, jetzt gehen wir mal hier ins Heck. An der Seite haben wir hier natürlich einmal die Zapfwellen-Einschaltung, dass wir auch von draußen das einstellen können. Ganz genau. Im Technikvideo sage ich euch auch, wie das geht. Hier hoch und runter, ganz normal. Und jetzt müssen wir uns hier mal eben auf den Grubber stellen. Unser schönen Federzinken-Grubber hier ist schon ein Oldtimer. Ja. So. Hydraulischer Oberlenker. Richtig geiles Ding. Ja, das ist eine Pflichtansage. Den müsst ihr mitnehmen. Ja. Den brauchst du. Also das macht so eine Laune damit. Dann haben wir hier unten zweimal Rücklauf. Einmal der dicke ist für Load Sensing. Dann haben wir hier oben den Load Sensing Anschluss, den Power Anschluss und da oben die Druckleitung, Druckluftanschlüsse hier oben und dann noch die drei doppelwirkenden Steuergeräte. Ja. Hier unten denke ich mal Getriebeöl zum Nachfüllen. Da gehe ich auch von aus, ja. Dann können wir die Steuergeräte auch schon einstellen. Das heißt, Heckscheibe aufmachen, dann kann man hier runterlangen und kann dann einmal fast dahinter mal eben bitte. Dahinter das Rädchen, genau da. Da kannst du die Öldurchflussmenge einstellen. Je nachdem, wie schnell das Anbaugerät dann funktionieren soll, kannst du das da auch schon drosseln. Ne? Ja, und wir haben hier jetzt ja mechanische Steuerventile. Du kannst das hier einstellen, wenn du auf Dauerfluss das haben willst. Genau, Papa kann da mal andrehen. Wenn du jetzt hier andrehst, dreh mal richtig rum. Dann ist in der Einstellung das so, wenn du jetzt einmal ziehst am Hebel, dann bleibt er fest und dann hast du einen Dauerfluss. Und wenn du es direkt schalten möchtest, muss Power wieder zurückdrehen. So ist es dann direkt. Und das ist schon gut umgesetzt. Das finde ich richtig gut, auch zugänglich. Auch wenn du jetzt mal Heckscheibe eben auf, du, ich brauche das jetzt anders, kannst schnell umbauen. Finde ich gut. Genau. Dann kannst du ja nochmal eben die Filtereinheiten demonstrieren. Machst mal eine Seite auf, sieht auf beiden gleich aus. Ist natürlich jetzt ein bisschen staubig schon hier beim Ackern, aber dahinter ist es schön sauber. Und wenn man die mal eben schnell tauschen will, du musst nicht oben mit der Leiter an der Kabine oder so. Auch von der Unfallverhütung ist das echt geil gemacht. Das ist gut umgesetzt. Das muss man echt sagen. Du kommst gut ran. Und dann machst du das auch. Genau. Sonst lässt du mal, ach, können wir nochmal machen. Ja, hier unten haben wir die K80. Wollen wir die auch nochmal eben demonstrieren? Das ist richtig schön umgesetzt. Das finde ich richtig gut. Hier, wo ich jetzt meinen Finger habe, den kannst du rausziehen und dann kannst du den Bolzen hochnehmen. So rausnehmen. Den lege ich mal eben hier oben hin. Das Ganze auch auf der anderen Seite und dann kannst du den ganzen Apparat schon abbauen, so rausnehmen. Das finde ich richtig gut. Und dann, ich lass uns hier mal eben das mal eben demonstrieren. Das finde ich auch hier richtig gut. Das habe ich neulich. Geht vielleicht im angebauten Zustand einfacher, ne? Das, genau, dann klappt er hoch. Dann klappt er hoch. Automatisch auch schon. Automatisch, der kommt. Das finde ich richtig. Bau das mal eben ein, dann geht das leichter. Ja, das muss ich auch sagen. Den Bobby, der ein bisschen wiegt der ja auch. Ja, kannst du auch zum Trainieren abends mit in die Stube nehmen? Ja. Wenn du noch mal ein bisschen Gewicht eben machen willst. Nein, aber ich finde das richtig gut hier mit dem Bolzensystem. Sonst musst du da nämlich unterliegen. Jetzt wie ist du er schon sagst, jetzt musst du ihn rausziehen. Genau. Und gesichert mit einer Feder. Richtig gut. Nee, das ist gut umgesetzt. Wenn ich den jetzt rausnehme, hochziehen und dann rüber, dann warte, dann so, kommt dann geht der gleich hoch hier, den wieder runter. Das haben die richtig, richtig gut gemacht. Ja, das Zugmaul kommt natürlich hier auch rein, ist ein automatisches, was hier mit dabei war, liegt jetzt in der Halle. Habt ihr aber im Porn auch gesehen, wie das aussieht. Auch schön stabil, ne? Dann kriegst du das hin da. Ja, das krieg ich hin. Genau, dann sind wir hier im Heck auch schon fertig. Bedienung haben wir hier genauso. Und ich würde sagen, in der Kabine, das ist das nächste Video, da brauchen wir jetzt gar nicht reingehen. Ganz genau. Wir haben jetzt hier nochmal eben zu den Unterlenker Kategorie 3, Kugel in K2 hier.
Aber ist Cut 3, das ist die Kugel außenrum, ne? Ja, genau. Da an der Seite, das ist für die Feststellung. Kann Papa noch mal eben hingehen. Hier. Wenn du den jetzt, kannst du die Feder einstellen und wenn du dann hochhebst, dann rastet er automatisch ein, der Unterlenker, und ist dann starr. Ja. Ne? Das kannst du dir denn da einstellen, dass das nicht hin und her geht. Was ich auch gut finde, diese Verstellung hier, wo du den Oberlenker lässt, das geht richtig Bombe. Da hackt dieser Mechanismus ein, das lässt sich denken. Und du hast ihn immer vernünftig dabei, er stört nicht, du kannst deinen Zuckmaul mitfahren. Das ist richtig gut. Ist so. So, ich würde vorschlagen, wir sind am Ende angekommen von diesem Video. Nächste Woche Mittwoch geht es weiter. Ja. Dann mit, was wollen wir dann machen? Wollen wir Kalkstreu machen? Ja. Ja. Und dann machen wir die Bedienung, oder? Ja, genau. Das können wir also so in zwei Wochen seht ihr dann die Bedienung vom John Deere und nächste Woche kommt das Kalkstreuen. Kalkstreuen. Und danach die Woche nach der Bedienung kommt dann hier das Grubbern, was wir jetzt aufnehmen. Und man kann ja schon am Ende mal einen kleinen Vorgeschmack geben, wie das dann so aussieht vom Grubbern. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit. Ganz genau. Das und wenn ihr die Videos seht, ist der Johnny schon längst wieder weg bei uns. Ja. Wir bringen ihn morgen früh wieder zurück zu Thiemann. Richtig geil, dass das so geklappt hat. Ja, ich wir würden uns freuen, wenn wir noch mal was anderes testen dürfen, auch einen stufenlosen oder mal die anderen Getriebe, die es so gibt. Genau. Vielleicht auch mal einen größeren. Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr gerne für Modelle, auch jetzt gerade von John Deere, mal so sehen wollt. Ja. Obstbaubereich, da würde ich mich richtig freuen, wenn John Deere mal sagt, wir entwickeln mal selber einen. Ne? Ja. Das ist jetzt ja Carraro. Und wenn sie das machen würden, dann ist das ein richtiger Konkurrent mit, wenn die den stufenlos rausbringen. Ja. Muss man so sagen, weil sie können es ja. Sie können es. Ist ja, sie können es. Ne? Das ist so. So. Ja. Bis dann. Ciao. John Deere.